Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich sehen wir wieder mal die Wellensittiche bei uns. Und ja, ihr hattet schon gesehen, ein bisschen wie ich das Wasser gewechselt habe, ihnen Futter neu eingeschenkt habe und alles drum und dran. Drei neue Sachen sind jetzt in der Vogelfamilie reingekommen. Erstens habt ihr gesehen, dass es ein neues Intro gibt und zwar habe ich das auch schon erklärt. Also das ist wirklich das Intro, was immer bei den Vögeln kommt. Und ja, ich merke gerade, dass er hier ein bisschen Maus hat und er hier auch. Zweite Sache, ihr merkt glaube ich, dass die im anderen Käfig sind, also da wo die Kanarienvögel früher gelebt haben. Und ja, und sie mögen es auf jeden Fall mega. Ich habe hier ja eine wunderschöne Abtrennung gemacht. Also der Durchgang, um in die zwei verschiedenen Käfige zu wechseln, besteht aus zwei Handtüchern und Klammern. Ich weiß, ich bin so schlau. Stimmt's? Nein? Danke. Jedenfalls ist das jetzt nur, wie kann man das nennen? Babys, helft ihr mir mal? Bist du dir sicher? Okay. Provisorisch sagt jetzt der da vorne. Aber ich weiß jetzt nicht. Also jedenfalls wird das bald dann stabiler, weil ihr seht schon, die haben sogar die Handtücher ein bisschen angeknabbert. Oh, ich sehe gerade, das Handtuch hat ein Loch. Ach du meine Güte. Ja, ich werde mir da noch was überlegen mit meinen Eltern und die mögen es auf jeden Fall sehr. So wie es eingerichtet ist, hier haben sie ihre alte große Schaukel. Dann haben sie hier so, das ist mal auch was Neues. Ich habe das schon vor Monaten gekauft, habe es aber nie aufgehangen, was ich auch nicht verstehe. So ein richtig interessantes Brett, was die auch schon ein bisschen dreckig gemacht haben. Dann habe ich noch so eine wunderschöne Treppe wie hier vorne, wie ihr sehen könnt. Und ja, den Kanarienstock haben die dann auch noch behalten. Und ja, also ich habe den ganzen Käfig wirklich richtig ordentlich geputzt, dass der von den Milben befreit wurde und dass die halt keine Milben bekommen sollten. Und ja, da die beiden Paco und er hier sitzen gerade auf einem Ast, damit sie vom einen zum anderen hüpfen können. Und hier oben ist noch so ein Ast für die zwei, die hier drauf sitzen. Hier ist einigermaßen alles gleich geblieben, außer das da vorne. So, und jetzt kommt die dritte Sache, die ich euch noch erzählen wollte. Und ja, also ich glaube, ihr merkt das auch, dass die Wellensittiche, das sind die drei Babys, die sind wohl alle drei Männchen geworden. Da seht ihr es auch. Denn bei Wellensittichen ist es ja so, Männchen haben eine blaue Nase und Weibchen haben eine braune Nase. Und also so die Haut, welche Farbe die hat, und die haben irgendwie alle nur bläuliche Haut und darum gehe ich davon aus, dass das hier eine richtige Männer-WG ist. Naja, aber jetzt kommen wir wirklich zur dritten Sache, und zwar habt ihr im Intro sogar schon gesehen, dass die Männchen hier jetzt alle endlich Namen haben. Die wisst ihr ja schon jetzt eigentlich vom Intro, aber ich sag's euch trotzdem nochmal. Also hier haben wir den Paco, der ist schon 7 Jahre alt, und daneben, da haben wir Perry. Das ist der liebe Kiwi, wie die Frucht. Und da links, das ist der liebe Joe. Der Name Joe, wo halt für den gelben Wellensittich ist, das hat mein Papa irgendwie einfach so rausgeplappert. Und dann dachte ich mir so, oha, ist eigentlich ein guter Name, ne? Kiwi habe ich mir einfach so ausgedacht, wegen der Frucht, ja moin. Und Perry, ich habe mal so ein Lied von Katy Perry angeguckt. Und dann dachte ich mir so, Perry ist ein richtig cooler Name für ihn. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die beiden Namen, die drei Namen sogar, für die Süßen hier findet. Dann holen wir mal deren Essen und Trinken. Kolbenhirse bekommen die auch von mir. Gurke habe ich auch noch für die Wellensittiche gefunden. So, jetzt ist aber auch wirklich alles drinne. Und ja, nicht wundern, also wenn Sommer ist, dann sind bei mir die Wellensittiche immer sehr viel ruhiger und nicht so aktiv, weil es halt auch wegen der Hitze ist. Da habe ich aber auch eine super Idee. Einen schönen erfrischenden Regenschauer mit kühlem, erfrischendem Wasser, das mögen die einigermaßen. Meine Wellensittiche gehen eben nie so richtig freiwillig in die Badewanne und sie schwitzen und haben richtig Heißes.
Warte mal, können Wellensittiche überhaupt schwitzen? Ich muss das mal googeln. So, das war's jetzt dann auch mit den ganzen Infos, die ihr wissen müsst. Nur noch etwas will ich gerne rauslassen. Und zwar werden wir den Zweien ein vielleicht neues Zuhause besorgen. Und ja, vor allem dem Kiwi und Paco, die streiten sich extrem oft. Ja, oder auch Joe und Kiwi. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Ihr seht gerade den Joe dort am Eingang und Ausgang sitzen auf dem Handtuch. Das sieht süß aus. Und ja, danke, dass ihr uns zugesehen habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, Leute! Get in the door, silent walk. Who's the first to speak? Speaking like a real freak. Voice in my head, in my bed, filled with you instead.